als das größten Irrwerk. Weihnachtskonzert und Adventskonzert. Vielen Dank, dass Sie so recht angereist sind zum Teil. Und ich freue mich sehr, sehr recht. Ich komme hier, auch die Bahn hier natürlich. Ich darf mich herzlich begrüßen. Wir wollen einen kleinen Beitrag zur Adventszeit leisten. Wir sind ja bemüht, über diese finale Hoffnung zu erhalten. Und das ist natürlich auch dazu, wenn ich sage, lassen Sie uns einfach einstimmen auf eine schöne Weihnachtszeit. Singen Sie nicht bei uns, wenn der Lieder nicht mehr auf der Rückseite ist. Das ist der erste Abschluss. Und danke möchte ich natürlich die Kirchengemeinde fragen, die uns die Kirche zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich auch die junge Richtigkeit, die kräftig geübt hat. Und die Rücksatz der Formenschwäbische Altfreiheit, die er hier veranstaltet ist. Und für diesen Schuss Maler und Sie geben uns natürlich später für unsere Bischöfe sind wir dankbar. Ich danke Ihnen. Und ich freue mich kurz am Ende. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Weihnachten einen kleinen Einblick in altes Weihnachtsbrauchtum geben. Die heutige Textstelle stammt aus dem sogenannten Konferenzaufsatz aus dem Jahr 1900. Diese Konferenzaufsätze sind das Ergebnis des ersten volkskundlichen Großprojekts in Württemberg. Die Württembergische Vereinigung für Volkskunde begann 1899 mit einer landesweiten Bestandsaufnahme. In Zusammenarbeit mit der Behörden- und Schulverwaltung erging ein Aufruf zur Sammlung volkskundlicher Überlieferungen. Durchgeführt wurde die Sammlung ganz überwiegend von den Volksschullehrern. Ihnen wurde seitens der Schulverwaltung gestattet, diesem Vorhaben hier für das Jahr 1900 fälligen Konferenzaufsatz zu widmen. So kamen über 500 Berichte zustande und auch mehr als ein Viertel der württembergischen Gemeinden sowie einige Orte in unserem Pass wurden. Wir haben uns für das Weihnachtsbrauchtum aus Zuhausen im damaligen Oberamt Balingen entschieden. An Nikolaus verkleiden sich hier und da solche, die kaum der Schule entwachsen sind, um den Kindern fürchtig zu machen. Der Andreasfeiertag, auch der Jakobifeiertag, ist für die hiesigen Armen ein besonderer wichtiger Tag. An beiden Tagen bekommt jede arme Familie reichen Weißbrot. Es besteht für diesen Zweck schon über 100 Jahre lang eine Stiftung von einem hiesigen Müller mit Namen Herr. Der Verteilung des Brots geht in der Kirche die Regel voraus, welche auf diesen wichtigen Akt bezogen sind. In der Sakristei ist die Stiftungstafel aufgehängt. Am Thomasfeiertag, dem sogenannten Hützelputzer, werden die Hützel zu Hützel oder Schnitzbrotbacken auf die kommenden Feiertage gerichtet. Wer an diesem Tag die Hützel nicht richtet, der erhält kein gutes Hützelbrot. So erzählt man. Schon lange Zeit vor Weihnachten wird den Kindern kommt das Kind erzählt von all den Geschenken, die es am Heiligen Abend wird immer gearbeitet. An mancher Scheuer sieht man einen Schrank mit einem Geschweifung. Der Esel, auf dem das Christkind leidet, soll davon fressen, während das Christkind um Wohnen geht und den Kindern begabt wird. An Heiligen Abend wird auch Fleckesbau gerichtet. Es besteht an diesem Abend der Traum und Brauch, der vielleicht sonst weniger bekannt ist. Die Kinder behängen sich an diesem Abend mit vielen großen und kleinen Glocken und diejenigen, die die meisten Aufteilungen umhängen können, meinen ein besonderes Verdienst zu haben. Mit der Dämmerung versammeln sie sich an einem bestimmten Ort. Einige verkleiden sich mit auffallenden Kostümen und Masken, sogenannten Festbinde. So ausgerüstet nähern sie sich dem Ort. Sie machen ihren Gang und der Viertel durch die Felder und Straßen, kehren in den Häusern ein, die offen gelassen werden, um sich den Kindern zu zeigen. Unangenehm ist ihnen nur das, dass vor ihnen die meisten Häuser geschlossen werden. Der Geburtstag des Herrn wird wie sonst überall üblich gefeiert. Die Kinder erhalten von ihren Eltern, Taten und Verwandten allerlei Gastwaren, Spielzeug, auch die alten Geschenke einander. Der Tag nach dem letzten Weihnachtsfeiertag ist der sogenannte Preppentag. Die armen Kinder